Ja, seit 10.30 Uhr tagt der Untersuchungsausschuss heute mutmaßlich möglicherweise zum letzten Mal in einer öffentlichen Zeugenvernehmung. Um 10.30 Uhr war Hans-Peter Friedrich, der damalige Bundesinnenminister, was den Zeitpunkt angeht, um den es hier hauptsächlich geht, zu Gast und ist dazu befragt worden. Seit 14.40 Uhr, damit seit einer guten Stunde, wird Sigmar Gabriel befragt, der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler. Und diese beiden hatten ja ein nicht ganz unwichtiges Gespräch miteinander am 17. Oktober im Jahr 2013 am Rande von Sondierungsgesprächen, der letzten Sondierungsrunde zwischen Union und SPD hier in Berlin, als es um die Frage ging, ob man hier Koalitionsverhandlungen aufnimmt miteinander. Und am Rande dieses Sondierungsgespräches hat Hans-Peter Friedrich ja Sigmar Gabriel mitgeteilt, dass es eine Liste gäbe mit Kunden eines Kinderporno-Anbieters und dass auf dieser Liste auch der Name von Sebastian Edati aufgetaucht sei. Jetzt wird sich der Ausschuss hier am heutigen Tag, an dem die komplette SPD-Spitze da ist und eben der damalige Bundesinnenminister Friedrich da gewesen ist, vor allem noch mal auf die Frage konzentrieren, welche Informationen sind von Friedrich dann weitergegangen an Sigmar Gabriel und was hat der mit diesen Informationen gemacht und vor allem auch wann. Denn im Kern und ganz besonders im Blick steht heute eine Frage, nämlich wie Thomas Oppermann, damals parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, schon ungefähr gegen 3:30 beim damaligen BKA-Präsidenten Zirke anrufen konnte und nachfragen, was der eben denn zum Stand dieser Ermittlungen sagen könnte. Das widerspricht auch nach wie vor einer Aussage von SPD-Chef Gabriel, der gesagt hat, ursprünglich damals im Innenausschuss, er habe Thomas Oppermann erst am Abend, vielleicht aber auch erst am anderen Morgen darüber informiert. Jetzt in dieser Befragung heute will man da etwas mehr Klarheit hineinbringen. Aber zunächst, wie gesagt, ist im Gespräch gewesen und befragt worden Hans-Peter Friedrich, damals Innenminister. Er hat hier gesagt, er wollte Schaden abwenden, damals von der SPD, aber auch von der Koalition, von der politischen Klasse insgesamt. Und deswegen habe er diese Information an Sigmar Gabriel weitergegeben. Er habe ihn informiert, weil er der Parteivorsitzende der SPD sei. Und er sei davon ausgegangen, dass diese Information vertraulich behandelt werden würde. Und er hat ihm auch gesagt, es liege zwar damals beim Stand der damaligen Ermittlung kein Straftatbestand vor gegen Sebastian Edati, es könne aber jederzeit zu weiteren Ermittlungen kommen oder möglicherweise auch zu einem Skandal, wenn die ganze Geschichte öffentlich wird. Und da vor diesem Skandal, vor diesem Schaden, so hatte sich Hans-Peter Friedrich ausgedrückt, wollte er die SPD bewahren. Wir haben für Sie zusammengefasst die Äußerungen und Stellungnahmen und Bewertungen der Obleute und Ausschussmitglieder nach der Befragung von Hans-Peter Friedrich. Und es beginnt zunächst für die Linksfraktion Frank Tempel. Der Untersuchungsausschuss hat heute zuerst den ehemaligen Bundesinnenminister Herrn Friedrich gehört. Und Herr Friedrich war ein Zeuge, der nicht gemauert hat, der seine Auffassung vertreten hat. Und das war extrem wichtig, weil wir aufgrund dieser Aussage ja auch zu möglichen Empfehlungen kommen müssen. Es steht ja die Frage, ist es weise, dass die politische Ebene Informationen erhält, wenn zum Beispiel gegen jemanden, einen Vertreter der politischen Ebene, ermittelt wird, wenn ein Strafverfahren läuft? Ist es richtig, dass diese Informationskette vom Bundeskriminalamt zum Innenministerium und auch zu einem so frühen Zeitpunkt kommt? Und wenn wir heute genau zugehört haben, müssen wir feststellen, es ist nicht weise. Der Untersuchungsausschuss muss sich überlegen, wie er das reguliert, wie er hier Empfehlungen macht. Denn es war ganz klar deutlich, Herr Friedrich hat die Auffassung vertreten, dass es richtig ist, dass ein Minister sich über den Paragraphen des Geheimnisverrats hinwegsetzen kann und auch zukünftig Informationen, wenn er es persönlich für richtig hält, weitergeben kann. Das heißt, auch zukünftig würde die Polizei, die Justiz nicht sicher sein können, dass die Information im Ministerium bleibt, wenn man sie einmal dorthin gegeben hat. Das heißt, wir müssen sehr genau prüfen, wann darf welche Information überhaupt dorthin gelangen. Wie kann man die Gefahr, dass der Eindruck entsteht, dass hier Strafverfahren verhindert werden, vereitelt werden, Beweise vernichtet werden können, verhindern. Das heißt, wir werden diese Empfehlung nachschärfen, wir werden diese Anordnung nachschärfen. Und deswegen ist es auch noch mal mit einem Dankeschön an Herrn Friedrich verbunden. Wir haben nicht jeden Zeugen so offen erlebt. Er hat seine Position vertreten. Wir haben eine andere Rechtsauffassung. Aber das ist nun mal Politik. Und wir werden jetzt zu entsprechenden Empfehlungen kommen können. Eine wesentliche Frage konnten wir leider nicht klären. Es gibt ja nach wie vor den Widerspruch, ob Herr Fritsche, der damalige Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Herrn Friedrich seinerzeit
seinerzeit veranlasst hat, Herrn Gabriel darüber zu informieren, also ob er ihn dazu geraten hat, Herrn Gabriel über den Fall Edati zu informieren. Herr Fritsche bestreitet das ja, dass es so gewesen ist. Und Herr Friedrich hat aber heute noch mal im Untersuchungsausschuss gesagt, dass er schon eine Erinnerung daran hat, dass in diesem Telefonat zwischen ihm und Herrn Fritsche der Name Gabriel gefallen ist und dass es halt eben auch schon darum ging, die SPD in dieser Angelegenheit zu informieren. Das ist ein Widerspruch, leider, der natürlich jetzt auch nach dieser Aussage ja noch mal offener zutage getreten ist, den wir aber natürlich hier nicht werden aufklären können, weil Herr Fritsche ja eine andere Aussage vor dem Untersuchungsausschuss gemacht hat und ich nicht davon ausgehe, dass sich das auch noch mal ändern wird. Das ist leider ein Umstand, den müssen wir jetzt so zur Kenntnis nehmen. Eine andere Aussage von Herrn Friedrich fand ich dann aber auch schon bemerkenswert, als es halt eben auch um diese besagte Erklärung von Thomas Oppermann ging. Da hat Herr Friedrich ja hier vor dem Untersuchungsausschuss angegeben, dass Herr Oppermann ihn im Auto erreicht hat, um diese Erklärung vorher mündlich mit ihm in irgendeiner Art und Weise abzustimmen. Und er hatte bei dem Telefonat schon den Eindruck, dass er Herrn Oppermann vermutlich nicht wird davon abhalten können, überhaupt eine solche Pressemitteilung abzugeben. Und der Eindruck von Herrn Friedrich war, und so hat er es hier wortwörtlich gesagt, er hatte schon den Eindruck, dass Herr Oppermann die Absicht hat, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, um ihn selbst dorthin zu engen, also ihn selbst, damit meinte er Herrn Friedrich. Das ist die Einschätzung von Herrn Friedrich. Das finde ich natürlich bemerkenswert in dem Zusammenhang und auch, wie diese Erklärung abgestimmt wurde und was genau dann besprochen wurde in diesem Telefonat oder halt eben in der Abstimmung zwischen Herrn Oppermann und Herrn Friedrich. Da sind noch einige Fragen offen, aber wir werden ja gleich noch oder später Herrn Oppermann dazu befragen können und ich hoffe, dass sich das dann aufklären wird. Herr Friedrich hat in seiner Vernehmung noch einmal plausibel erklärt, warum es richtig war, Sigmar Gabriel vertraulich zu informieren. Er hat nicht im Ansatz geglaubt, dass Herr Gabriel diese Information weitergeben würde. Und ich hatte das Gefühl, er empfand es als, ich habe keine Chance gehabt bei der Abstimmung mit Herrn Oppermann über die Presseerklärung. Es klang eher nach einer Information an Herrn Friedrich, als dass sich Herr Oppermann abstimmen wollte. Aber das Wichtigste an der Aussage von Herrn Friedrich ist zweifellos der zeitliche Ablauf des 17. Oktober. Es wird jetzt immer schwieriger haltbar, mit welcher Information Herr Oppermann am 17. Oktober um 15.29 Uhr Herrn Zirke angerufen hat. Denn erst nach 15.15 Uhr fand das zweite Gespräch zwischen Herrn Friedrich und Herrn Fritsche statt und danach erst das von Herrn Gabriel und Herrn Friedrich. Ich bin ziemlich sicher, dass Herr Oppermann jetzt Schwierigkeiten haben wird, zu erklären, wie er schon 15 und 29 wissen konnte, was da los war. Und ich verstehe gar nicht mehr, warum Herr Gabriel in der Innenausschusssitzung sagt, ich habe Herrn Oppermann erst am Abend oder am Tag danach informiert. Das steht für uns jetzt im Zentrum der Befragung der beiden, die jetzt kommen, oder der drei Zeugen, die jetzt kommen. Wenn nicht irgendeiner sich gravierend revidiert, macht jedenfalls der gesamte bisher geschilderte Ablauf so keinen Sinn. Und jetzt sind wir mal gespannt. Zunächst einmal für mich drei wichtige Erkenntnisse. Das erste ist, die Information, die Herr Friedrich Herrn Gabriel gab, dass Sebastian Edati auf einer Liste eines Kinderporno-Anbieters steht und dass es einen Verdacht gegen ihn gibt, war ganz offensichtlich für Herrn Gabriel neu. Das hat Herr Friedrich hier sehr deutlich gesagt. Daraus schließe ich im Zweiten, dass die Information, die Herr Friedrich Herrn Gabriel gab, auch die Ursache dafür ist, dass Herr Oppermann letztlich Herrn Zirke angerufen hat. Aber das werden wir natürlich bei der Befragung der folgenden Zeugen noch mal herausarbeiten. Es gab eine leichte Unklarheit, und die konnten wir bisher auch nicht klären, wann tatsächlich die Gespräche mit Herrn Fritsche, dem Staatssekretär von Herrn Friedrich, damals stattfanden, am 16. oder am 17. Oktober 2013. Ich fand das sehr überzeugend, wie Herr Friedrich dargelegt hat, in welcher Situation er von Herrn Fritsche angerufen wurde während der Sondierungsgespräche. Und das passt vom zeitlichen Ablauf auch sehr gut zusammen. Und ich muss wirklich sagen, dass diese Ungenauigkeit in den Aussagen zwischen Friedrich
Ulrich und Fritzsche weiterhin besteht, ist etwas, was natürlich auch der Erinnerung der beiden Herren geschuldet ist. Und ich gehe demnach davon aus, dass dieses entscheidende Telefonat am 17. Oktober 2013 stattgefunden hat. Alles in allem kann ich vor allen Dingen die Motivation von Herrn Friedrich gut nachvollziehen. Er hat uns hier dargelegt, warum er Herrn Gabriel informiert hat. Das müssen wir natürlich hier bewerten im Untersuchungsausschuss, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, weswegen er es getan hat. Stellungnahmen der Vorsitzenden des BKA EDATI-Untersuchungsausschusses davor, Ausschnitte aus den Reaktionen der Obleute auf die erste Befragung des heutigen Tages, nämlich die Befragung von Hans-Peter Friedrich, damals im Oktober 2013 amtierender Bundesinnenminister, der Sigmar Gabriel berichtet hat über den Verdachtsfall EDATI, der im Besitz sein solle von kinderpornografischem Material. Nun schauen wir noch mal kurz auf den 17. Oktober 2013. Das Datum ist ja mehrfach gefallen. Warum die Union beispielsweise so einen großen Wert darauf legt, wann Thomas Oppermann, damals parlamentarischer Geschäftsführer, von diesem Verdacht von Sigmar Gabriel erfahren hat. Nämlich, wenn er es wirklich erst am Abend dieses Tages oder am anderen Tag von Sigmar Gabriel erfahren haben sollte, dann gibt es mutmaßlich eine andere Quelle für seine Informationen. Möglicherweise sagen die Unionsobleute hier im Ausschuss in Niedersachsen, wo der Fall auch an vielen Stellen schon bekannt gewesen ist. Dann wäre aber nicht Hans-Peter Friedrich verantwortlich dafür gewesen, dass diese ganze Geschichte bekannt wurde, sondern andere. Und dann wäre Hans-Peter Friedrich damals wohl zu Unrecht zurückgetreten von dem Amt des Landwirtschaftsministers, das er dann ja im Anschluss übernommen hatte. Es kann aber auch sein, dass Sigmar Gabriel sich gar nicht mehr so ganz genau erinnert. Er hat da mehrfach darauf Wert gelegt, dass er nicht irgendwelche Kalendergroßstudien hat, sondern ausschließlich versuche, aus seiner eigenen Erinnerung hier zu berichten vor diesem Untersuchungsausschuss und nicht irgendetwas Angelesenes. Und möglicherweise werden wir am Ende dieses langen Tages, der uns bevorsteht, dann auch mit dieser Unklarheit weiter umgehen müssen und werden sehen, wie die Obleute sie dann bewerten. Sigmar Gabriel im Moment immer noch in der Befragung. Danach wird Frank-Walter Steinmeier erwartet und dann gegen Ende des heutigen Verhandlungstages auch Thomas Oppermann, inzwischen Fraktionsvorsitzender in der SPD-Fraktion. Er steht also noch einiges auf dem Programm hier. Wir werden zwischenzeitlich immer mal wieder davon berichten. Einstweilen zurück zu Mareike Burkan.